Hallo miteinander, ich bin Jonas. Ich mache das KVR Emmentaler Schulkäserei und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Das zeige ich dir gerade noch ein bisschen, was ich durch den Tag durch so mache. Tagtouren ist eigentlich das Hauptziel, den Kundenkontakt mit den Leuten. Man hat da Leute, die einfach einen Schalter kommen. Man hat zum Beispiel ein Mondfass einchecken oder den Königsweg machen. Und das ist eigentlich unser Hauptziel, das den Tag durch zu machen, die Leute auf dem Besuch zu betreuen. Ja, ihnen einen möglichst schönen Tag zu bereiten. Wenn man nicht gerade jemanden in Person hier hat oder am Telefon dran hat, dann macht man noch Mails, dann stimmt man die Rechnungen, dann macht man eigentlich auch administratives Zeug hinter der Kulisse. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Am Anfang, als ich angefangen habe, war es gerade Hochsaison. Und das Team hat mich gerade sofort unterstützt. Sobald ich eine Frage hatte, sind sie gerne bei mir gewesen, gerne helfen können. Sie sind auch gerne aufgestellt. Also man sieht man meistens im grossen Grinsen im Gesicht, dass man wieder einander sieht. Was auch noch wichtig ist, ist sprachlich gewandt sein. Verschiedene Sprachen muss man können. Und Flexibilität. Wir hier in Emmentaler Schulkäse sind eigentlich so Schaufenster für die ganze Emmentaler Produktion. Eigentlich die Produktion des berühmtesten Käses der Welt. Wir geben hier den Leuten Einblick in die Geschichte dahinter. Und das auf eine informationsreiche Art, gleichzeitig mit etwas Freude dahinter. So, wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei uns. Wir würden uns freuen.